Willkommen in meiner Red Kitchen. Ich bin die Sonja und heute gibt es eine Neuverfilmung von einem Klassiker. Und zwar mache ich eine Lasagne, eine ganz klassische Lasagne. Und in neuer Bildqualität zeige ich euch jetzt, wie es geht. Für die Lasagne brauchen wir mageres Rinderhackfleisch, zum Würzen Petersilie und Thymian. Dann habe ich mir besorgt Lasagneplatten und ein Parmesan. Dann braucht man natürlich Zwiebeln und Knoblauch. Und dann habe ich mir noch hergerichtet Tomatenmark und Rinderfond. Und dann Olivenöl, Pfeffer und Salz. Für die Bechamelsoße brauchen wir Mehl, Butter, Muskatnuss und Milch. Zuerst schneide ich die Zwiebeln und den Knoblauch in ganz kleine Würfel. Das Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und dann das Hackfleisch von allen Seiten gut anbraten. Zwiebeln und Knoblauch zum Fleisch geben, dann kommt mein Tomatenmark dazu, das lasse ich dann auch anschwitzen. Anschließend wird mit dem Fond aufgegossen und die Masse wird dann bei mittlerer Hitze offen eingekocht. Für die Bechamelsoße schmelze ich Butter in einem Topf. Dann stäube ich mein Mehl darüber und lasse es unter Rühren anschwitzen. Die Mehlschwitze gieße ich mit der Milch auf und dann würze ich kräftig mit dem geriebenen Muskat, Salz und Pfeffer und dann lasse ich die Soße 20 Minuten köcheln. Jetzt schichte ich die Lasagne in eine Form. Zuerst Lasagneblätter auf den Boden legen. Dann gebe ich die Hälfte der Fleischmasse drauf, dann kommt wieder eine Schicht Lasagneblätter und die restliche Fleischmasse. Ganz zum Schluss kommt dann noch eine Lage Lasagneblätter auf die Lasagne und dann gebe ich meine Bechamelsoße darüber und verstreiche die. Den Parmesan habe ich gerieben und streue ihn dann anschließend auf die Lasagne. Das Ganze kommt dann bei 180 Grad für ungefähr 30 Minuten in den Backofen. So einfach kann man eine leckere Lasagne machen und diese schmeckt sogar besser als bei eurem Lieblingsitaliener. Hunger auf mehr italienische Gerichte, dann kann ich meine Bandnudeln mit Lachssoße oder die Gemüse-Antipasti empfehlen. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Servus, bis zum nächsten Mal.